Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir ernten aktuell Kartoffeln. Nun steht der Rübenroder etwas ungünstig für uns, da ja die LKW sonst ein bisschen zu lang ist und er würde beim Einfädeln wieder entsprechend uns über den Haufen fahren. Das ist auch ein bisschen wenig Platz, Kollege. Aber Rüben machen wir eh kein Vermögen, ne? Was kostet eigentlich? Also mal gucken hier. Ich muss da vorbeikommen nochmal. Ich fahre mir wieder vor. Dann können wir mal schauen, was das Ding kostet. Was kostet eigentlich? Und zwar. Der Hackschnitzel für Rüben. Rollstamm, das haben wir nicht. Kalkwerk, Käserei, da sind wir hin. Komposter machen wir auch immer nicht. Flärwerk auch nicht. Komposter. Malzfabrik, die wollen bauen, ne? Das geht aber bezahlbar. Mehlfabrik ist an sich. Ich würde mal sagen, das ist eine Mühle, ne? Molkerei. Ölmühle. Die Ölmühle ist richtig in dem Sinne, aber Pflanzenschutz. Rübenschnitzel habe ich gerade gesehen. Sägewerk, sagt gut. 155.000 können wir uns leisten. Und zwar, das gehört uns ja alles, ne? Das werden wir jetzt hier hin platzieren. Also da ist das Ding zum Abladen, ist ungünstig, aber. Ich sag mal so, ist das theoretisch. Schweine kriegen es ja nicht, aber. Aber die BGH ist in der Nähe. Und da kann man ja rückwärts ranfahren, ne? Oder hier um den Mast herum. Ja, schon fertig. Dann müssen wir noch ein bisschen Benzin holen oder Diesel. Und das ist ja ein Fahrzeug am Hof. Und dann tanken wir ihn voll und dann geht er ab. So, machen wir erstmal vorne. Das bringt ja sicherlich mehr Geld ein, wenn wir das über den BGA verkaufen, als wenn wir das jetzt. Zürich ist jetzt ungünstig, ne? Diesem Fahrzeug ist ungünstig. Weil ich ja damit überhaupt nicht klarkomme. Schau mal. Ich habe immer so eine riesige Achtung, wenn so ein LKW-Fahrer so einen Anhänger halt irgendwo reinrangiert. Ne? Das ist. Was ich machen könnte, ist folgendes: Ich könnte den hinteren erstmal abhängen. Pauschal. Dann werde ich den vorne abhängen. Weil die werden mich gleich wieder was voll machen müssen. Kartoffeln macht ja Probleme. Aber Rüben läuft. Auch bald voll. Weil ich mache auch nur einen Hänger bloß, ne? Und auch nicht so oft quälen. Vor allem, das dauert ja auch ewig lange, bis wir wieder.
So. Gleich Dings holen. Unserem Diesel, ne? Auto, ne? Bauer hat ja Geld, ne? Richtige Fahrzeug dafür, ne? Natürlich, ne? Die Kühe gemacht haben wie früh. Und Schweine. Ja, der Tank war leer. Meiner nicht. So weit dran ist, so weit ab. Oder sind die nicht an? Das kann natürlich auch sein, ne? Also, leider ist es so, bei einigen klappt es nicht, ne? Ah, jetzt geht's. Da muss dicht genug dran sein, ne? So, na ja. Raus. Stimme ölen, ne? Alle würden sagen, trinken ein bisschen Bier, ne? Aber ich trinke kein Bier. Nicht bei. Bei 14 Folgen und 5 Stunden ungefähr einplane und ungefähr eine Pause, dann hier schon ein Bier, dann bei den letzten Folgen hier voll besoffen. Wäre glaube ich nicht so lustig. Ja gut, vielleicht für euch schon, ne? Aber das werden wir schön sein lassen. Es könnte sein, dass vielleicht der Auto voll gemacht habe und der Anhänger nicht, weil der Anhänger der Klappe zu war. Ja, das könnte sein. Aber das wäre kein Problem. Mit 1000 Liter kommen wir mal weit. Ist dann halt so, ne? Das war Leitplanke. So. Ich rede mal ganz kurz, zwar, sag doch, ist doch ohne Anhänger, ne? Aber gut, ist auch okay. Ich sag ja, wenn ich jetzt theoretisch so wäre das praktisch, er ausgehen soll, dann geht er nicht aus. Und wenn er angehen soll, umgekehrt. Aber so ist die Technik, sei mal so ganz vorsichtig. Das sollte funktionieren. Hey. Aber ich kann nicht weiter ranfahren. Leider hat es für den Stromanschluss nicht gereicht. Hinten minus genau gegenüber.
So, eine gute Frage, ne? Wo kann man das abkippen? Beziehungsweise. Bis wir Allrad haben, ne? Shit. Das war nix. Vielleicht hier rankommen müssen? Und die Fässer gehen schon bewegen, ne? Ich dachte, die werden fest. Oder ich muss hier an der Mittel greifen und direkt kaufen, ne? Das geht ja auch, ne? Also. Gut. Dann steige ich mal aus. Und zwar geht es direkt im Menü. Und zwar gucken wir, wo das hier genau geht. Eher da, wo die Preise sind. Hier müsste funktionieren. Siehst du. So, so, ja, so. Jetzt kommt man im Prinzip Diesel. Kaufen. Also dann brauche ich, vielleicht kann man auch Diesel hier reinkippen, wäre auch nicht logisch, ne? Also kann er ein bisschen arbeiten, ne? Sonst haben wir ja echt ein Problem, ne? Das wäre ja schlecht. Das gibt's doch gar nicht. Ach so, war der. Ja. Ah, da kennen die nichts, ne? Da fahren die einen Haufen, ne? So, Kartoffeln. Ja, das ist wieder das Problem mit der Kurve hier. Obwohl das weich eingestellt ist, ne? Weich ist eingestellt. Trotzdem macht er so ein Differenzchen. Bisschen doch noch retten hier von der Ernte, ne? Oh, nur ein bisschen. So. Das ist der Kurs hier. Normalerweise. Oder? Alle waren, ne? Vielleicht auch erstmal am Feldrand, also wer weiß, woran das liegt. Wie voll ist der jetzt aktuell? Rüben? Oh. Und gleich wieder daneben fahren. Und der geht nicht aus.
So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal hier aus auf wieder Schütze und Winkel. Ciao, ciao. Ja, es geht weiter in der nächsten Folge, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen, wenn ihr da seid. Tschüss.